Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Eine gute Beziehung zwischen dem Westen und Russland sei in Ungarns Interesse. Wenn West und Ost miteinander kooperieren, daraus profitiere Ungarn immer, sagte Viktor Orban nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Als mögliche Schwerpunkte der politischen Zusammenarbeit zählte Orban den Schutz christlicher Gemeinschaften, die Eindämmung der Migration sowie eine engere Kooperation zwischen der NATO und Russland. Der russische Präsident kam am frühen Nachmittag in Budapest an. Am Flughafen begrüßte ihn Peter Szijjártó, Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten. Der Konvoi von Wladimir Putin fuhr in das Karmeliterkloster, wo er vom Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen wurde. Der Ministerpräsident hob hervor, dass Ungarn in den letzten 1100 Jahren innerhalb des Dreiecks von Moskau, Berlin und Istanbul bestand und werde auch künftig bestehen. Daher sei es im Interesse Ungarns, dass die Beziehung zwischen dem Westen und Russland gut sei. Wenn die Beziehung zwischen dem westlichen und östlichen Teil Europas, das heißt zwischen der NATO und Russland, schlecht ist, wenn sie angespannt ist, da verliert auch Ungarn immer etwas. Sind die Beziehungen gut, gewinnt damit auch Ungarn, sagte Viktor Orban. Auf dem ungarischen-russischen Gipfeltreffen waren auch Wirtschaftsangelegenheiten auf der Tagesordnung. Seit der Einführung der Sanktionen gegen Russland stieg im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern. Wladimir Putin erklärte, dass der Handel zwischen Ungarn und Russland in den beinahe letzten 2 Jahren um 30% zugenommen und somit nun die 7 Milliarden Dollar erreicht habe. Ungarn spielt eine bedeutende Rolle darin, dass die Öl- und Gaslieferungen aus Russland in Westeuropa gleichmäßig erfolgen. Rosatom errichtet in Pogs 2 neue Reaktoren, die die Bedürfnisse der ungarischen Wirtschaft befriedigen werden können, sagte der russische Präsident. Auf dem Gipfeltreffen wurde auch die Lage der christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten und Nordafrika besprochen. Russland sei bereit, zusammenzuarbeiten, um die Christen zu unterstützen, teilte Wladimir Putin mit. Er bezeichnete es als inakzeptabel, dass jemand wegen seiner Religion verfolgt werde. Viktor Orban zählte den Schutz der christlichen Gemeinschaften und die Eindämmung der Migration zu den wichtigsten Bereichen der russisch-ungarischen politischen Zusammenarbeit. Ungarn werde die gemeinsame Erklärung der NATO-Botschafter in Bezug auf die Ukraine vorerst nicht unterzeichnen. Die Begründung sei die gleiche wie bei früheren Vetos. Die ungarische Regierung wolle die 150.000 Ungarn zählende Minderheit in der Ukraine zugunsten geopolitischer Erwägungen nicht aufopfern. Viktor Orban sagte, Ungarn werde zu jeder Zeit die ungarischen nationalen Interessen vor Augen halten. Der Regierungschef ergänzte, er erhoffe sich immer noch, dass mit dem neu gewählten Präsidenten der Ukraine Fortschritte bezüglich der Minderheitenrechte der in der Ukraine lebenden Ungarn erzielt werden könnten. Ungarn ist nicht bereit, die ungarische Gemeinschaft Transkarpatiens auf dem Altar der Geopolitik zu opfern. Peter Szijjártó formulierte, es ist klar, dass eine Minderheit von 150.000 Menschen von jenseits des Ozeans als keine wichtige Frage betrachtet werde. Allerdings werde die ungarische Regierung selbst das Interesse eines einzigen Ungarns verteidigen. Wir haben innerhalb der NATO deutlich gemacht, dass es die minimale Solidarität wäre, wenn wir über die Entrechtung einer zu einem NATO-Mitgliedstaat gehörenden Minderheit in so einer Erklärung und über die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Rechte etwas sagen könnten. Und weil sie dazu nicht bereit waren, legen wir gegen die Deklaration ein Veto ein. In Transkarpatien sind die Ungarn einer rechtlichen Diskriminierung und häufigen politischen und physischen Drohungen ausgesetzt. Darüber sprach bereits Viktor Orban, indem er darauf hingewiesen hat, dass die Venedig-Kommission das Sprachgesetz in der Ukraine untersuche, welches die ukrainische Sprache als Staatssprache definierte. Wir sagen nicht, dass sie den Zustand, den sie verschlechterten, wiederherstellen sollen, sondern dass sie die von der Venedig-Kommission vorgeschlagenen Anträge akzeptieren und dass wir diese ins Dokument einschließen sollten. Viktor Orban fügte hinzu, wenn es nicht im Dokument enthalten sei, dann könne es Ungarn nicht unterzeichnen. Das wäre nämlich so, wenn man auf die europäischen Rechte, welche den Ungarn in Transkarpatien zustehen, verzichten würde. Der Ministerpräsident stellte auch fest, Ungarn formuliere seinen Standpunkt immer von den Interessen der ungarischen nationalen Interessen ausgehend.
Das ungarische Wirtschaftswachstum habe einen neuen Meilenstein erreicht. Die Gehälter würden in den vergangenen 80 Monaten kontinuierlich steigen. Das Durchschnittsgehalt stieg im August im Jahresvergleich erneut über die 10%-Marke. Die Inflation mit eingerechnet ist die reale Kaufkraft der Gehälter um etwa 8% höher als ein Jahr zuvor. Finanzminister Mihai Vorga ergänzte, dank des im EU-Vergleich relativ starken Wirtschaftswachstums sowie der früheren Regierungsmaßnahmen soll sich die positive Tendenz auch zukünftig weiter fortsetzen. Die Arbeit von Vera Molnár, einer in Frankreich lebenden Malerin ungarischer Herkunft, wird in Budapest im Museum Kiscseli zur Schau gestellt. Die Ausstellung mit dem Titel Unordnung in der Ordnung vermittelt ein umfassendes Bild über die Welt der Künstlerin, die seit den 50ern bis heute eine aktive künstlerische Tätigkeit im Bereich der Computerkunst ausübt. Die Ausstellung kann bis zum 15. März nächsten Jahres besichtigt werden. Das Leben der Hirten im 21. Jahrhundert. Mit diesem Titel wurde eine Ausstellung eröffnet, die den Alltag der möglicherweise letzten Vertreter der ungarischen Betyán, die Weglagerer und Räuber einer längst vergangenen Epoche, vorstellt. In der Ausstellung in Westbrem im Museum Lotzkó Dezső sind neben den Porträtfotos von Répási Zsolt auch Nutzungsgegenstände zu sehen, welche von Hirten aus dem Bokonywald und dem Plattenseeoberland gespendet wurden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.